Unternehmen zum Beispiel subventionieren. Saarland, aber auch Ecostahl und andere. Das Klimageld wird kommen, aber es wird erst mit den nächsten Schritten der Erhöhung kommen in der nächsten Legislaturperiode. Das kann ich für diese Legislatur, ich wollte dir vorhin das ja mal kurz zur Finanzlage ein paar ehrliche Worte sagen, wir haben einfach kein Geld mehr. Und das war. Das ist eine dreckige Lüge. Natürlich hat die Bundesregierung noch Geld. Sie will nicht mehr Geld ausgeben. Die Bundesregierung hätte ohne Probleme die Schuldenbremse weiter ausgeben. Und dazu kommt noch, die SPD hat die Schuldenbremse damals ins Grundgesetz geschrieben. Also die SPD hat einen Anschlag auf unser Grundgesetz verübt, indem sie dort eine Regel reingeschrieben hat, die dort erstens nicht reingehört, weil sie das Haushaltsrecht des Parlaments einschränkt und weil sie zweitens so allgemein formuliert ist und kleine, klaren Kriterien zu ihrer Aussetzung beinhaltet, dass sie in einer Verfassung auch so nichts verloren hätte. Also man denke sich mal, ein Notstandsgesetz wäre so allgemein und schwammig formuliert gewesen. Also da wäre, glaube ich, jeder auf die Straße gegangen. Aber bei einer Schuldenbremse, ja, hochtechnische Regel, beschäftigt sich das gemeine Volk nicht mit, haben die Medien damals auch total viel neoliberale Propaganda gemacht. Nils Schniederjahn hatte das in einem guten Beitrag im Deutschlandfunk aufgezeigt. Ja, der kann nicht nur dämliche Beiträge über Schuljoka machen, der kann auch schlaue Beiträge über Wirtschaftspolitik machen. Kurzer Einschub. Da hat sich damals keiner groß gegen gewehrt. Die Linksfraktion hat sich dagegen gestellt. Gregor Gysi hat der SPD noch prophezeit, dass ihr das irgendwann auf die Füße fallen würde, dass sie da so einen Quatsch in die Verfassung schreibt. Und was passiert heute? Die SPD redet sich jetzt damit raus, dass ihre eigenen Regeln, die sie damals zusammen mit der CDU ins Grundgesetz reingeschrieben hat und die dort nicht reingehören, dass die ihr jetzt das Geld ausgeben verbieten, weil sie sich auch nicht traut, die auszusetzen. Denn die Schuldenbremse, das kommt noch dazu, die kann ausgesetzt werden, wenn die Regierung das beschließt, beziehungsweise wenn die Mehrheit im Bundestag das beschließt. Da reicht eine einfache Mehrheit, um die Schuldenbremse beliebig lange auszusetzen. Also erstmal ist es eine Lüge zu sagen, wir haben kein Geld. Ehrlich wäre zu sagen, wir wollen kein Geld mehr haben. Und drittens müsste man dazu sagen, die Regel, mit der wir uns da gerade rauszureden versuchen, diese Regel haben wir selbst ins Grundgesetz geschrieben. Das müsste man alles dazu erzählen. Und dann könnte man vielleicht noch sagen, wir wollen auch nicht die Steuern für Superreiche erhöhen, denn dann könnte man das Geld haben. Also, keine Ahnung, so eine Vermögensabgabe, die nur Milliardäre beträfe, also die Thurn und Texases und die Frank Gotthards und die Pirchs und Borsches dieses Landes, dass man die mal höher belasten würde. Das könnte man auch machen. Könnte man auch machen, aber müsste man sich ja mit seinen Parteispendern anlegen und das will man natürlich nicht. Was die vergangenen Jahre der Bund über die Corona-Hilfspakete... Und wo wir schon dabei sind. Also man hat das Sondervermögen für die Bundeswehr in die Verfassung reingeschrieben. Also da ging das komischerweise. Bei Corona, da ging das seltsamerweise auch, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Also wenn man es will, dann geht es auch. Über die Energiehilfspakete, die wir zur Subventionierung des Gas- und Strompreises genutzt haben, bezahlt haben, 800 Milliarden Euro. Da ist jetzt Zurückzahlzeit und deswegen stehe ich heute nicht vor Ihnen und kann nicht sagen, das können wir alles noch finanzieren, sondern es ist in einer gewissen Weise auch der Zeitpunkt der Rückzahlung und der zusätzlichen Belastung. Das ist der Zeitpunkt. Das wurde politisch beschlossen. Die Politik hat entschieden, dass jetzt... Geld zurückgezahlt werden soll. Wie gesagt, ist totaler Quatsch. Also die Unternehmen in Deutschland sind Nettosparer. Die privaten Haushalte Nettosparer. Das Ausland, Leistungsbilanzüberschuss ist eingebrochen, dank der explodierenden Energiepreise, könnte jetzt wieder ein bisschen steigen. Müssen wir sehen. Aber wer soll sich dann, irgendwer muss sich doch verschulden. Also es gibt kein Sparen ohne Schulden. Und wenn die Haushalte und die Unternehmen sparen wollen oder aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sparen, dann muss der Staat sich verschulden. Wenn der Staat das nicht macht und auch zu sparen versucht, dann führt er die Wirtschaft geradewegs in den Abgrund. Wenn alle versuchen zu sparen, dann spart am Ende keiner. Also jeder kann versuchen, Geld zurückzulegen und keine Ahnung davon, Aktien von Unternehmen oder was auch immer zu kaufen. Wenn die Wirtschaftsleistung einbricht, dann verliert dieses Vermögen automatisch an Wert. Das ist das sogenannte Sparparadoxon. Und genau das werden wir erleben, wenn die Bundesregierung diese bescheuerte Schuldenbremse gerade durchzusetzen versucht. Belastung. Einer im Chat, es wird an den falschen Stellen gespart. Das Problem ist, dass überhaupt gespart wird. Wenn die Wirtschaftsleistung schrumpft, darf der Staat nicht seine Ausgaben zurückfahren. Der Staat muss mehr ausgeben, wenn die anderen Sektoren sparen wollen. Anders geht es nicht. Wenn der Staat etwas anderes macht, dann sorgt er für geringere Nachfrage. Geringere Nachfrage heißt, die Unternehmen nehmen weniger ein. Das heißt, die Produktion sinkt. Das bedeutet, die sinkende Produktion, das muss euch jetzt allen klar sein, das bedeutet, dass das Einkommen der nächsten Periode sinkt. Das heißt, in der nächsten Periode gibt es weniger zu verteilen. Das ist ein sich selbstverstärkender Effekt.
Im Chat wird auch dauernd Flassbeck empfohlen, den kann ich euch auch sehr empfehlen. Lest euch gerne den Blog von Heiner Flassbeck durch oder guckt euch Vorträge von dem Mann an. Da gibt es wirklich viel, wo diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, die ich hier gerade grob versuche zu skizzieren, nochmal genau anhand von vielen Statistiken erläutert werden. Also das ist wirklich elementar zu verstehen. Wenn man das nicht versteht, dann kann man da keine rationale Debatte drüber führen. Schneider, ich finde das interessant, dass Sie sagen, Sie haben einfach kein... Was habt ihr denn alle mit Neitern? Also die Debatte ist 22 Uhr. Ich habe auch schon einem Mod gesagt, dass er das mal bitte anpinnen soll. Kein Geld mehr. Gleichzeitig sind ganz viele Milliarden da, um Chipfabriken im Osten anzusiedeln. Mal sind es 11 Milliarden, mal 5, mal 6 Milliarden. Jetzt gibt es ja Vorschläge aus zum Beispiel der FDP-Fraktion, die sagt, ja, wir könnten diese Förderung der Chipfabriken auch lassen und dafür dann zum Beispiel Menschen wie Frau Wissnitz Klimageld auszahlen. Es sind nicht nur Chipfabriken im Osten, es gibt sie auch im Saarland. Es ist, wie gesagt, strategisch. Also man könnte auch die Förderung für die Rüstungsindustrie zurückfahren. Man könnte auch den Rüstungsetat senken. Dann wäre Geld für beides. Die Schuldenbremse aussetzen oder die Steuern für Superreich erhöhen. Also für Aufrüstung, das hatte Sarah Wagenknecht ja vorberechnet, plus Ukraine-Hilfen, Hilfen jetzt in ganz fetten Anführungszeichen, da geht Geld an ein korruptes, pro-westliches Regime, was damit einen Stellvertreterkrieg anlaufen hätte, nicht in deutschem Interesse ist. Aber wenn man das zusammenrechnet, die Ausgaben für die Rüstungsindustrie, die nun in die Taschen der Rüstungskonzerne gehen, was nur Übergewinne der Rüstungsindustrie sind, wo wirklich zu viel Geld für Rüstungsgüter bezahlt wird, plus die Ukraine-Hilfen. Das sind 100 Milliarden Euro im Jahr. Dazu kommen nochmal 100 Milliarden Euro im Jahr an Steuerhinterziehung. Also wir könnten 200 Milliarden Euro im Jahr mehr haben, wenn, wie gesagt, die Reichen nicht mehr ihre Steuern hinterziehen würden und wenn die Rüstungsindustrie keine Übergewinne mehr machen würde und wir keine korrupten Regime wie in der Ukraine mehr unterstützen würden. Damit wird 200 Milliarden Euro mehr. Also so viel, dass Geld an den falschen Stellen ausgegeben wird. Ja, das sehe ich auch so. Aber das... trotz dieser gigantischen Summe, die ich hier gerade genannt habe, trotz dieser gigantischen Summe, führt das ein bisschen an der eigentlichen Debatte vorbei. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber eigentlich, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann muss der Staat seine Ausgaben steigern. Das heißt, selbst wenn er Steuern besser eintreiben würde, selbst wenn der Rüstungsindustrie weniger Geld eingeben würde, geht an diesem grundsätzlichen Problem, die privaten Haushalte und Unternehmen wollen sparen. Da führt nichts dran vorbei. Mit dieser Debatte muss man sich trotzdem beschäftigen. Selbst wenn man die Ausgaben besser tätigt, also wie gesagt, es gibt echt viele Branchen in Deutschland, die Geld nötiger hätten als die Rüstungsindustrie. Unabhängig von der Region, aber die Region in Ostdeutschland, Magdeburg und Dresden, war die technologieoffenste und der beste Standort. Und wir brauchen diese Unternehmen, um technologische Souveränität und Unabhängigkeit zu haben. 90% der Hightech-Chips kommen aus Taiwan. Wir haben einen Krisenkonflikt zwischen China und Taiwan. Wenn die in Deutschland nicht mehr ankommen, haben wir ein riesiges Problem an Unternehmen, Automobil, aber natürlich auch in anderen Bereichen, wo wir nicht mehr produzieren können. Allein die Ausfälle 2021 waren 40 Milliarden Euro für den Gesamtstaat an nicht umgesetzten Mitteln und Steuermindereinnahmen. Aus diesem Grund... Ja, wichtige Investitionen in die Zukunft, die wir gern über Kredite finanziert hätten. Das ist nicht mehr möglich nach dem Urteil des Verfassungsgerichts und das schränkt unseren Rahmen ein. Und deswegen auch das ist eine Lüge. Das wäre natürlich noch möglich. Also das Bundesverfassungsgericht hat Deutschland verboten, Mittel, die aus dem Haushalt 2021 stammen, erst 2022 zu beschließen. Man hat nicht 2021 beschlossen, dass man die Mittel mitnimmt, sondern das 2022. Das ist verboten. Und man hätte klarer erklären müssen, was jetzt die Verbindung zwischen Corona-Krise und Klimakrise ist. Also man hätte das ganz sauber begründen können und sagen können, okay, dieser Corona-Schock hat wirtschaftliche Schäden hinterlassen und wir wollen die wirtschaftliche Wiedererholung damit vorantreiben. Dann hätte man das sauber begründet mit der Übernahme der Mittel. Das wäre dann gegangen, wenn man das ein bisschen früher gemacht hätte und wenn man gesagt hätte, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie Klima, also wie gesagt, die Verbindung zwischen Corona und Klima erschließt sich mir auch nicht, sondern wir wollen einfach die deutsche Wirtschaft stärken, die durch Corona halt geschädigt wurde, beziehungsweise Corona-Maßnahmen. Ist ja egal, wodurch genau, auf jeden Fall, wir wollen nur die Wirtschaft stärken. Aber da man wieder irgendeine hochmoralische Begründung brauchte, wir retten das Weltklima und die Welt und alles andere, ja, dadurch hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, okay, ihr habt das nicht richtig begründet. Oder man hätte die Schuldenbremse ganz aussetzen können. Auch das wäre erlaubt gewesen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht verboten. Also auch das hier sind Fake News.
Deswegen bleiben wir bei der Frage neue Souveränität, technologische Unabhängigkeit, Stärkung dieser Arbeitsplätze, und das wird sich auch rentieren. Und auf der anderen Seite Umbau der Wirtschaft auf Wasserstoff basiert und aus erneuerbaren Energien. Diese Zukunftsweichen sind gestellt und in diesem Bereich sind wir jetzt drin. Das sind die Prioritäten. Das sind Prioritäten. Frau Wanke, ich will Frau Wischnitz einmal fragen. Wenn Herr Schneider, das fand ich ja ganz interessant, er sagt, es ist einfach kein Geld mehr da. Können Sie das verstehen? Also ich bin kein Experte jetzt wohl, aber man hört sehr viel, das Geld wird für dahin, das Geld geht für dahin, da muss geholfen werden und da muss geholfen werden. Bei mir zu Hause ist das so, ich kümmere mich erstmal um meine Kinder. Die kriegen erstmal, wenn mir was übrig bleibt, dann kann ich mich auch vielleicht um ihr Kind kümmern. Ist das nicht so? Sie meinen Entwicklungshilfe oder? Alles. Was ist das für eine, ja, was heißt kümmern? Also wir helfen ja niemandem damit, dass wir der Rüstungsindustrie extra Gewinne bescheren beispielsweise. Damit, dass wir Geld an die Ukraine überweisen, das hilft ja niemandem. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Deutschland muss stark bleiben, damit sie anderen helfen kann. Ja. Wenn Deutschland kaputt geht, kann sie keinem mehr helfen. Ich nehme den Ball gern auf, weil sie im Grundsatz... Glaube ich, erstens ist Deutschland stark. Ich habe das vorhin gesagt, wir haben die meisten Beschäftigten, die wir jemals hatten. Wir helfen auch niemandem. Was ist das für ein absurdes Framing? Also, wem helfen wir denn? Ganz ehrlich, wem helfen wir denn? Also selbst Entwicklungshilfe versickert ja in irgendwelchen korrupten Kanälen meistens. Selbstständige, absolut. Ich sehe das nicht schwarz, sondern sehe das positiv. Und zum Zweiten, auch bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit werden 400 Millionen Euro gekürzt. Auch im Forschungsbereich wird gekürzt. Das sind ja nicht nur Bauern, das betrifft viele, viele andere. Hey, seht her, wir kürzen überall. Auch im Forschungsbereich wird gekürzt. Halleluja, wir investieren nicht mehr in neue Technologien. Freut euch an. Jetzt muss es euch viel besser damit gehen, dass er bei euch auch gekürzt wird. Das ist doch ein dummes Argument. Wir kürzen also im Forschungsbereich und ja, was jetzt? Also Deutschlands Forschungssektor wird auch noch geschädigt. Die Wissenschaft wird auch noch schlechter gestellt und nicht nur die normale Bevölkerung. Ist damit irgendwem geholfen? Nein, unserem Land ist nur noch mehr geschadet. Das ist doch absurd. Bereiche, um dem Verfassungsgerichtsurteil letztendlich Rechnung zu tragen. Und trotzdem gibt es diese Zukunftsinvestitionen. Ich bin auf das Framing gerade schon dreimal eingegangen. Ah, jetzt noch mal kurz. Nein, das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung nicht dazu gezwungen, zu kürzen. Es hat nur ihre Tricks bezüglich der Übernahme von 60 Milliarden Euro vom Corona-Sondervermögen zum Klima- und Transformationsfonds bemängelt. Die Bundesregierung hätte einfach die Schuldenbremse aussetzen können und kein Problem. Sie hätte weiter wirtschaften können. Also das ist das, was das Bundesverfassungsgericht bemängelt hat. Also das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung nicht dazu verpflichtet, zu sparen. Das stimmt einfach nicht. Unabhängigkeit der Energie. Das dürfte das Bundesverfassungsgericht auch gar nicht. Also wie gesagt, das wäre ein riesiger Eingriff in das Haushaltsrecht des Bundestages. Der Bundestag beschließt den Haushalt, nicht das Bundesverfassungsgericht. Versorgung, aber auch in den technologischen Bereichen, plus keine Kürzung im sozialen Mindestbereich. Ich persönlich halte das für ein geschlossenes Konzept und auch, wie Sie so vorhin eingefordert haben, für einen großen Plan. Und aus diesem Grunde hat sich vielleicht, weil der Druck, der Entscheidungsdruck, kurz vor Weihnachten dieses Paket aufzusetzen, im kleinsten Kreis das zu verhandeln, dann nicht genügend sicherlich öffentlich zu kommunizieren, dazu geführt, dass wir so eine neben den Handwerk, also sag mal so, neben der Performance, der Eiskunstlauf, sag mal, die Pflicht ist eigentlich, ich meine ganz gut, die Kür war es noch nicht ganz, ist der Auftritt, zumindest was die Zuversichtsfrage betrifft, nicht so, wie ich es mir hätte vorstellen und wünschen können. Aber ich glaube, dass dieses Land deutlich stärker ist, als es gemacht wird. Ja, das Problem, was man hier sieht, Frau Wagenknecht, meine ich jetzt gar nicht. Also das Problem ist jetzt für die Zuschauer. Es wird eine Belastung eingeführt, ein CO2-Preis. Kann man zustehen, wie man will. Habt ihr zugestimmt? Ich finde ihn persönlich richtig, weil er volkswirtschaftlich Sinn macht. Ich besteuere die Verschmutzung. Sage aber im gleichen Atemzug, ich gebe ein Klimageld, um Anreize zu schaffen, sich effizient energiepolitisch zu verhalten. Ich nehme erst das Geld als Staat den Bürgern weg. Und dann sage ich, jetzt habe ich kein Geld mehr, ihr kriegt es nicht zurück. Und das ist das Gefährliche an der Politik. Wenn ich dann... Will der Lindemann uns gerade verarschen? Also okay, dass er für den CO2-Preis ist, da kann man dafür oder dagegen sein. Wagenknecht ist, glaube ich, sogar dagegen. Wie gesagt, weil dieses Anreizsystem, okay,
Sprit 30 Cent teurer ist, wird dann irgendwer sich deswegen entscheiden, mit der Deutschen Bahn zu fahren, die dauernd unpünktlich ist und wo man, ja, die echt viel unkonfrontabler ist, als mit dem Auto zu fahren. Nein, natürlich nicht. Aber die CDU wollte doch auch einen CO2-Preis ohne Klimageld. Also mit der CDU hätte es gar kein Klimageld gegeben. Mit der Ampel gibt es jetzt auch kein Klimageld. Aber warum kritisiert die CDU jetzt das, was sie selbst auch so wollte? Gleichzeitig den Staat immer weiter aufblähe, in den letzten 2 Jahren allein 2000... Streiten die sich wieder, aber wir waren ja eigentlich bei der einfachen Frage Klimageld. Also das wären so zwischen... Hätte mir jemand ein Jahr davor gesagt... Also sorry, ich habe keine Lust auf dieses neoliberale Gewäsch von dem Linnemann. Also das ist mir echt zu dämlich. Ich finde es auch schade, dass man nicht hier wie bei Markus Lanz so Kapitelmarken hat, wo man einfach den nächsten Redebeitrag vorspringen kann. Dass man in Deutschland nicht arbeiten darf, hätte ich gesagt, du hast sie nicht mehr. Das kann gar nicht sein. Frau Wischnitz, ja. Wir sprechen ja gleich auch noch weiter. Ja. Sie sind ja auch noch da, nämlich Ihr Mann ist auch da, den müssen wir auch grüßen. Mhm. Er sitzt da hinten und wir haben versprochen. Ich habe versprochen, weil der ganze Boxverein von Ihrem Mann, der ist Boxtrainer zuguckt, dass wir den grüßen. Viele mehr demonstriert. Und zusammenkriegen, das kann ja nicht so schwer sein. Das passt von vorne bis hinten nicht mehr zusammen. Eins steht fest bei dieser ganzen Sache, das sehen wir ja, warum ist das ganze Land in Aufruhr? Schlechter hätte die Politik es nicht machen können. Wenn ich in einer Ehe mich streite, dann muss ich das so machen, dass meine Kinder nichts davon merken. Ansonsten geht meine Ehe kaputt. Und genau das erleben wir hier. Die Kinder sind die Bürgerinnen und Bürger? Ja, natürlich. Dass wir gesehen werden, dass wir unterstützt werden und einfach mehr Akzeptanz auch in der Politik jetzt am Ende. Gerade für uns im ländlichen Raum haben wir das Gefühl, dass die Politiker, die hier im Reichstag die Gesetze verabschieden, weit weg sind von der Lebenswirklichkeit, wie wir sie erleben. Wären Sie für Neuwahlen? Obwohl, das ist jetzt mal eine kritische Frage. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Das zweite Mal, dass er mich positiv überrascht. Aber das liegt nur daran, dass meine Erwartungen der Bereich waren angesichts seines letzten Auftritts gegenüber Sarah Wagenknecht, wo er glatt gelogen hat gegenüber ihren Aussagen. Also das war diese Sendung zum Ukraine-Krieg, die furchtbare. Auf die reagieren wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Aber okay, wären Sie für Neuwahlen? Das ist schon mal eine kritische Frage, denn diese Redebeiträge, die waren so allgemein unkritisch gehalten. Ich weiß nicht, ob die das so zusammenkratten oder ob da sich wirklich nur Leute vor die Kamera trauen, die sich so vorsichtig ausdrücken. Denn eigentlich wäre mit Bauern, sprich die da demonstrieren, dann okay, viele sind jetzt auch nicht so stark in der Politik drin, aber die sagen doch, die sollen alle weg da, die da in der Regierung sind. Kann ich so nicht sagen, weil ich im Moment bei der aktuellen politischen Situation überhaupt nicht wüsste, wen ich wählen soll. Das ist auch ehrlich. Ja, erstmal wen anders als die Ampel wahrscheinlich. Ich habe auch Enkel, an die ich schon mal denke, ne? Und für die gehe ich mit auf die Straße und solidarisiere mich mit den Bauern und natürlich mit allen Gewerken der Wirtschaft, ne, die ja richtig an den Baum gefahren werden. Und das kann man sich nicht mehr gefallen lassen. Also diese Regierung ist die wirklich schlechteste, die wir je hatten hier in Deutschland. Das Volk ist der Souverän. Hier will keiner den Reichstag überlaufen. Die wir je hatten. Also wetten, da gibt es wieder irgendwelche auf Twitter, die denen das Böse auslegen. Das Volk möchte aber gehört werden. Oder meint ihr, umsonst wären hier so viele, nicht nur Landwirte, Speditionen, jede Menge Handwerker, alles ist hier vertreten. Ich bin Jäger. Herr Schneider, die Vorwürfe, die ich da auf der Demo ganz oft gehört habe, war, da hat die Regierung was beschlossen, ohne vorher mit den Betroffenen zu reden. Da hat die Regierung, also Jean-Claude Juncker hat es doch mal gesagt, wir beschließen etwas, gucken, ob es einen großen Aufschrei gibt. Und wenn niemand etwas sagt, dann machen wir weiter, bis es sich nicht mehr ändern lässt. Also das ist ja das Demokratieverständnis, was in vielen Kreisen dort so vorherrscht. Stimmt das? Ist das so? Haben Sie einfach vergessen, mit den zum Beispiel Landwirten vorher zu sprechen? Das ist eindeutig in dem Fall so. Das habe ich auch gesagt. Die Kür war da nicht gut. Wir hatten dieses Urteil des Verfassungsgerichts. Das kam für uns überraschend. Wir mussten sehr zügig, weil wir einen Bundeshaushalt brauchen. Das war kam mitten kurz vor der Bereinigungssitzung, am Tag davor. Das heißt, musste alles verschoben werden. Und wir brauchen aber einen beschlossenen Bundes... Verarscht uns doch nicht. Ihr hättet die Schuldenbremse aussetzen können. Also ihr habt es wegen während Corona gemacht. Also dass ihn da auch jetzt jeder so durchkommen lässt. Also ich weiß,
nicht. Das sind Diskussionen immer sehr höflich und unterbricht ihre Gesprächspartner nicht. Aber da sitzen zwei Unternehmerinnen, die auch darunter leiden, dass die Schuldenbremse nicht ausgesetzt wird. Da sitzt ein Moderator, der eigentlich eine journalistische Aufgabe hat. Könnten die ihn nicht mal unterbrechen und da mal eine kritische Nachfrage stellen? Oder mal sagen, nein, das hat das Bundesverfassungsgericht schlicht und ergreifend nicht beschlossen. Das stimmt einfach nicht. Das Haushalt, den wir diese Woche beschließen werden, um Investitionen voranzubringen und gesetzlich arbeiten zu können. Und das ist dann ein Fehler gewesen, eine Entscheidung bei den Landwirten. Es trifft nicht nur Landwirte, ich habe auch andere Bereiche noch getroffen. In der doppelten Belastung, nämlich Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung plus Agrardiesel, das war zu viel. Und es war nicht kommuniziert. Das ist ganz klar ein Fehler gewesen. Das war zu viel. Nein, dass man die Steuern für die Landwirte überhaupt erhöht, ist ein grundsätzlicher Fehler. Da geht es nicht um zu viel oder zu wenig, da geht es darum, dass da überhaupt was beschlossen wurde in die Richtung. Frau Wagenknecht, jetzt haben die Landwirte mit ihren Traktoren Autobahnauffahrten blockiert, haben Sternfahrten unangemeldet gemacht, haben wahnsinnige Staus verursacht und den Verkehr in einigen Orten teilweise komplett lahmgelegt. War das angemessen? Ja, sicher. Die Menschen kämpfen ja um ihre Existenz. Also ich fand das wirklich, also ausgerechnet jetzt die Landwirtschaft, wenn man weiß, dass wir seit Jahren, wahrscheinlich weiß es die Regierung nicht, aber man kann es wissen, seit Jahren ein Höfesterben haben. Also allein in den letzten 10 Jahren haben 40.000 Landwirtschaftsbetriebe aufgeben müssen. Und man kann sich das auch an Zahlen angucken. Also der Anteil des Landwirts am Endpreis im Supermarkt, der ist über die letzten 30 Jahre kontinuierlich geschrumpft. Also sie bekommen immer weniger ab vom Kuchen. Und dann sollen Sie jetzt auch noch für die Haushaltslöcher löhnen. Das war in solchem Grade unangemessen, ja, dass es für viele sicher auch einfach der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte. Das habe ich auch viel gehört. Die Empörung war ja vorher schon da. Das habe ich tatsächlich auch viel gehört auf dieser Demo. Ich will trotzdem so ein bisschen dabei bleiben, weil wir auch über andere Proteste heute sprechen, noch über die Art des Protestes. Herr Lindemann, die Unionsfraktion hat letztes Jahr im Bundestag gefordert, Straßenblockaden härter bestrafen zu können. Ich zitiere aus dem Antrag: Täter sollen härter bestraft werden, die eine große Zahl von Menschen durch ihre Blockaden nötigen. Etwa dann, wenn es durch die Blockaden im Berufsverkehr zu langen Staus kommt. Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen, dass Landwirte härter bestraft werden, wenn sie unangemeldet Häfen zum Beispiel blockieren, wie heute in Hamburg? Da ging es um die Klimakleber, da war es offensichtlich. Und ich finde, dass man die Landwirte nicht mit den Klimaklebern vergleichen kann, auch wenn es jetzt hier Gelächter gibt, sondern die haben sich an die Regeln gehalten. Ich war selbst auf der Demo hier in Berlin mit dabei. Nein, vor allem werden die Landwirte nicht von irgendeinem komischen Milliardär finanziert. Also ihr wisst, dieser Getty-Dings da finanziert ja die Klimakleber teilweise mit. Landwirte sind nicht für irgendwelche übergeordneten vermeintlichen Interessen auf die Straßen gegangen, sondern für ihre Interessen. Also Carl Schmitt hat ja mal gesagt, wer Menschheit sagt, der will betrügen. Und das ist eben eine evidente Wahrheit, die vielen Menschen bei solchen Protesten direkt vor Augen springt. Wenn jemand sagt, ich facke euch hier jetzt ab, ihr müsst ein paar Stunden vor der Ampel stehen, ein paar Stunden auf der Straße stehen bleiben, weil ich mich jetzt hier anklebe, weil das die Welt retten soll. Verstehe sonst einer, dann ist das viel schwieriger zu verstehen, als wenn jemand sagt, ich will nicht, dass die Regierung unsere Steuern erhöht und deswegen mache ich jetzt quasi sowas wie einen Streik. Ich meine, Landwirte sind ja Selbstständige, deswegen können sie schlecht streiken. Sie können zumindest Proteste machen und sie können die Wirtschaft ein Stück weit lahmlegen und das haben sie gemacht. Und die haben sich an die Regeln gehalten und das ist damit nicht gemeint. Hier in Berlin, ja. Es gibt natürlich die unangemeldeten Sternfahrten. Heute in Hamburg haben hunderte Traktoren und Bauern auch unangemeldet riesige Staus verursacht, indem sie Zufahrten zum Hafen blockiert haben. Also wir müssen uns da schon an die Regeln halten. Nur ich finde es nicht gut, wenn das der Unterschied. Es geht um die Ziele und es geht um die Forderungen, für die demonstriert wurde, nicht um die Methoden. 90% der Bauern sich wirklich an die Regeln halten und das Gefühl haben, dass die Politik über ihre Köpfe hinweg die Probleme nicht löst und gleichzeitig dann sie im Fernsehen und überall sehen, dass die Proteste nicht legitim waren, weil man sich irgendwo nicht dran gehalten hat. Wir müssen schon differenzieren. Ich finde, dass die Landwirte ein berechtigtes Interesse haben, weil von heute auf morgen die Politik gesagt hat, das und das müsst ihr jetzt bezahlen. Das fand ich sehr ehrlich von Herrn Schneider, dass er auch sagt, Mensch, da haben wir einen Fehler gemacht, den muss man korrigieren. Aber bringen Sie diesen... Ja, Frau Wagner, Herr Lindemann... Den muss man korrigieren.